So, wie kommen wir jetzt in die verkackte Sludinfeste? Hier haben wir unser Lager aufgeschlagen. Ich glaube, wir müssen diesen Weg da lang gehen. Hoffe ich. Und wir sollten neue Tränke beschaffen. Bei unserem Lager. Wir standen doch schon am Fuß der Sudinfeste. Und dann frage ich mich, wie sind... Es gibt nichts zu berichten, ja. Sir. Wie kommen wir da hin? Und wir sollten unsere Leute erstmal ein bisschen rasten lassen hier, damit wir aufgefüllt sind. Ist ja kein Ladebildschirm, zählt also nicht. Gut, wir gehen diesen Weg lang. Geradeaus, bis wir zur Sudinfeste kommen. Die da hinten ist. Da so. Das heißt, es müsste passen. Müsste es. Ob es das nun tut, ist eine andere Frage. Tun wir, was getan werden muss. Und dann nichts wie weg hier. Okay. Finde ich gut. Danke für diesen überaus hilfreichen Kommentar. Was geht da ab? Ach, er ist es. Komm, greif mich an. Danke. Zum Glück ist er unsterblich. Der wäre nämlich tot, bevor wir angekommen sind. Michael. Schlechte Neuigkeiten, Herold. Eure Bemühungen, die Roten Templer zu vertreiben, sind nicht unbemerkt geblieben. You don't say. Imshael weiß, dass wir hier sind. Er hat mir Rote Templer auf den Hals gehetzt und eine Horde von Schatten fällt über Sarnia her. Die Leute dort sind vollkommen schutzlos. Ich muss sofort zu ihnen zurück. Es ist nun an euch, Imshael zu vernichten. Okay, von mir aus. Genau, drück dich unter deinen Pflichten, du Penner! Erstmal plündern. Traurige Splitter. Welch Jammer. Gut, dann kriegen wir zumindest eine hübsche Burg. Freunde, ich bin da. Wer will was? Du wolltest was, du hast zuerst zugeschlagen und du hast zuerst auf die Fresse bekommen. Ha, ich dachte diesmal. Danke für deine Gesundheit. Da hat er sich eiskalt in Luft aufgelöst. Korypheus wird am Arsch triumphieren. Der gute alte Korypheus. Sie dürfen nicht siegen. Wo rennst du denn hin, mein Freund? Gegen die Wand? Ah, da habe ich deinem Kopf mal schnell in die Wand geholfen. Mit meinem Knauf. Und natürlich Flechtreben. Lesen. Es gibt offenbar keine Mosaike hier. Dokument aus der Sudinfeste. Wissen wir eigentlich irgendwas über diesen Imshael? Wo kam er her? Warum müssen wir auf ihn hören? Soweit ich weiß, gehört er nicht dem Orden an. Und er hat irgendwas an sich, das mich nervös macht. Hayden. Hayden? Haydens Rasiermesser? Das war doch eine Waffe, die wir hatten, oder? Konnte auch nur ein verbreiteter Name sein. Gersugurno, Dragostein. Vielleicht Rebe. Ich sehe schon, hier ist der stereotypische Notausgang, damit wir schnell wieder hier rauskommen. Um nicht den ganzen Weg laufen zu müssen, sobald wir hier drin sind. Sobald wir hier durch sind. Töte
Hey. Ja. Zwei haben es geschafft. Du musst es verkacken. Doch, kann ich. Ich mache bisher eine ganz gute Arbeit damit. Und so wie ich das sehe, ist die Menge an Leuten mit Templerausbildung, die Rot aus Lyrum nehmen, recht begrenzt. Wir brauchen Großbärenhaut für die Requirierung. Scheiß auf das. Wir benutzen die Großbärenhaut für uns selbst. Für unsere eigenen Rüstung. Sollen die Leute erfrieren hier. Versuchsnotizen. Wir müssen genauestens überwachen, wie stark wir sie dem roten Lyrum aussetzen. Der letzte geriet das Lyrum in einen Blutrausch, woraufhin wir gezwungen waren, ihn zu töten. Sobald das rote Lyrum festsetzt, erhöht sich wie erwartet die Stärke dieser Kreaturen. Allerdings sind sie dadurch auch noch schwieriger unter Kontrolle zu halten als ohnehin schon. Solange wir nicht genügend dieser Kreaturen haben, um verschiedene Verfahren testen zu können, werden wir niemals eine verlässliche Methode finden, die Infektion zu steuern. Ich bin vielleicht gezwungen, eine Einstellung des gesamten Experiments zu empfehlen. Aber eigentlich müsste der Koloss unseren Zwecken doch dienen. Was? Bauen wir was größer als einen Kolossen hier? Oh, ja, Riesen. Toll. Fürsentizen. Der Riese, den wir letzte Woche aus den Smartgräbern erhalten haben, ist heute Morgen gestorben. Er hatte eine leichte Bauchverletzung erlitten, die ihm schließlich umbrachte. Das heißt, wir haben jetzt nur einen lebenden Riesen. Zum Glück waren die ersten Veränderungen äußerst vielversprechend. Ich bin also zuversichtlich. Es ist bestimmt schwierig, diese Kreaturen ohne Einsatz von Gewalt zu fangen, aber wir können es uns nicht leisten, sie aufgrund von Verletzungen zu verlieren. Wir können sie womöglich züchten, nur leider hat nie bisher niemand ein weibliches Exemplar dieser Spezies zu Gesicht bekommen. Da war jemand fleißig. Ja, ich meine, echt jetzt, wirklich Riesen mit rotem Lyrum infizieren? Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ja, mach mal auf. Riesen mit rotem Lyrum infizieren, um sie dann im Krieg einzusetzen. Das klingt nach einem stereotypischen Ding, was Menschen machen würden. Muss ich zugeben. Lass das einfach mich machen. Ja, ich lasse es einfach dich machen. Wenn du, oh Sarah, kannst ja alles. Eine Gurn. Warum war eine Gurn? Hat man mit einem Riesen gefüttert oder was? Vor allem haben die noch... Oh, Ferndaris. Vor allem haben die offenbar noch einen Riesen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist, wir werden wohl gegen Riesen kämpfen müssen. Mhm. Oh, da ist der Riese. Gut, jetzt Quick Save. Ich muss ernst. Quick Save. Infizierter Riese. Huch! Was war das denn von Aktion? Au! Ach du Scheiße, ist der krass drauf. Oh je! Altrank! Altrank! Oh, wir sind verreckt! Bombe schmeißen! Von bevor wir es machen. Treffen wir damit beide? Ich hoffe, wir treffen damit beide. Wenn nicht, okay, so. Und Bulle schmeißt auch eine Bombe. Hier so. Bulle? Bulle, ich hab geschmeißt eine Bombe auf uns. Hier. Ja, das stelle ich auch gerade fest, dass ich keine Taktik habe hier. Aber das ist schwierig, eine Taktik zu haben, wenn du gegen so einen verkackten infizierten Riesen. Alter! Niemanden am Leben. Alter! Die massakrieren uns! Bombe! Nee. Hier. Oder? Nee, eher so. Eher so, damit wir die beiden mitnehmen.
Nein, ich drücke immer auf Leertaste aus. Du wundert von Dragon Age Origins, obwohl das Jahre her ist. Das hat niemanden wiederbelebt. Gut. Ich hab jetzt, ich lade jetzt neu. Wir müssen uns was Neues überlegen. Nun. Das ist jetzt dezent. Was war das? Dezent krassig. Okay, wisst ihr was? Was will man machen? Freunde! Viel Spaß! Gut, die Templer sind wieder auf einen Schlag losgeworden. Jetzt ist der Typ dran. Der hat uns immer noch gewonnen. Dorian, schmeiß mal ein Bömmchen auf uns. Und trink deinen Heiltrank. Oh oh. Aua. Der ist richtig krass drauf. Aua, der ist wirklich sehr krass drauf, wenn ich angemerkt. Danke für die Gesundheit, aber das war nicht genug. Aua. Nimm dir die Gesundheit, solange du die Ausdauer hast. Komm, nimm. Das kann nicht wahr sein, der nimmt die einfach nicht. Und jetzt ist er verreckt. Was ist das für ein Scheiß? Wieso belebt mich wieder? Belebt mich wieder! Sauer! Der steht nicht wieder auf. Der hat einfach nicht die Gesundheit von dem genommen. Und das ist unglaublich. Ich bin schlecht geworden. Ich habe eine Woche nicht gespielt und schon bin ich schlecht. Könnte auch daran liegen, dass ich in dieser einen Woche irgendwie zu viel anderes Zeug gespielt habe. Gut, jetzt haben wir aber zumindest keinen Riesen mehr. Das war keine angenehme Erfahrung. Und wir haben unsere mächtige Kraft hier verwenden müssen. Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. Vermutlich sehe ich ein Getränk. Da oben drauf. Und da sehe ich das schon, das ist ein Getränk. Und hier ist Abersägen. Wie kommen wir da jetzt hin? Ah, über diesen Baumstamm. Diesen Baumstamm müssen wir gehen. Aber Segen nicht vergessen. Nein, nicht runtersegeln. So. Nein, du mieser Drecksack! Ich bin ja schon extra in den normalen Gen-Modus gegangen, damit wir hier durchkommen. Der Server geht jetzt einfach rüber, ohne jedes Problem, wie es aussieht. Server, du mieses... Alter, das ist doch richtig... Wir müssen jetzt hochbalancieren und bitte, Sarah, spring uns nicht da dazwischen. Was? Alter, Spiel! Wieso? Nein, das kann nicht wahr sein. Wir hatten es jetzt in dem Moment geschafft, in dem Sarah uns runtergeschubst hat.
dieser beschissene Baum ist auch noch im Weg. So. Getränk von etwas tiefen Grund, weniger gefiltert als vielmehr ausgeschwemmt, sollte an einem dunklen, kalten Ort aufbewahrt werden, an einem verschlossenen Ort. Wenn man klug ist, vergisst man sogar, wo er sich befindet. Aha. Faszinierend. Was wir als Inquisitor nicht alles im Weinkeller haben wollen. Mehlsack mit was? Mit? Und was ist das denn hier bitte? Wagestuppen, aber was ist das denn hier bitte für eine komische Zusammenkunft? Wir können auf den Sack springen, von dem Sack aus. Da hoch. Oder können wir hier oben hochklettern und dann. Okay, können wir nicht, aber wir können vom Sack aus da hoch. Vom Sack aus da hoch. Wo wir, ich bin mir sicher, sein sollten, auf jeden Fall. Können wir den Baumstamm irgendwie noch höher? Ich weiß nicht. Erstmal gehen wir hier lang. Hier haben wir eine unsichtbare Wand. Und da unten ist die Stelle, wo wir die Rune hatten. Oh nein, nein. Nicht runter. Nein, 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 nein. Oh. Wir haben ein Problem. Wir haben das Problem gelöst. Und jetzt klettern wir den Baum noch höher. Okay, höher geht's nicht in den Baum. Dann gehen wir hier entlang und da geht's auch nicht höher. Dann gehen wir halt hier runter. Aua. Aber wir nehmen noch den Arbor-Segen mit und den da auch. Den hier auch. Zu viel Arbor-Segen. Freunde, wir haben euren Riesen erledigt. Wärt ihr dabei gewesen, hättet ihr vielleicht eine Chance gehabt. Oh Scheiße, ihr habt noch einen! Wieso habt ihr noch einen? Wo kommt der her? Wie bist du jetzt gestorben? Sarah, warte. Sarah, nimm einfach mal die Blitzfiole hier. Heb uns mal ganz kurz auf. Wie lange dauert das? Das geht ja. Hammer, geil. Die hat uns doch aufgehoben. Ich will weiterleben. Ja, Sarah, du willst weiterleben? Dann tu das hier. Das sah schmerzhaft aus. Was du nicht sagst, Dorian! Du Arsch! Ach, da kam einfach so ein Riese aus dem Nichts geschissen. Da, der war hinter der Stadt aufgestellt. Wir konnten ihn nicht sehen. Was machen wir jetzt? Dorian, kannst du hier nicht die ganze Geschwindigkeit der Gruppe erhöhen, oder? Und jetzt... Alle auf den Riesen. Da gehe ich in diese taktische Ansicht. Da den Riesen. Da den Riesen. Ja, wenn er noch Hass wirkt, da den Riesen. Du! Ach, du bist tot! Oh! Dann schmeiß so. Und damit ist Hass beendet, oder? Ach, verdammt. Und Dorian ist schon da gestorben. Heiltrank. Ich kann nichts sehen. Alter! Gut, die zerlegen uns gerade. Aus irgendwelchen Gründen sind wir einfach nicht in der Lage, uns gegen die zu wehren. Ich verstehe das auch gerade nicht.
Irgendwie machen die gerade hammermäßigen Schaden. Haben wir auf. Ist auf Albtraum jetzt gerade. Ich habe auf. Wir spielen auf schwer, nicht auf Albtraum, wie ich angemerkt haben. Spiel. Schwierigkeit ist schwer. Schaut euch Verbündetes aus. Erhöhte Gewalt interessiert auch niemanden. Wie beseitigen wir den verkackten Riesen? Okay, wir müssen zuerst mal das Kleinvieh ausschalten. Irgendwie. Das heißt, du musst mich in Ruhe lassen, Riese. Und die Steuerung ist... Ah, ich hasse die Steuerung. Warum, Riese? Warum gehst du auf uns los? Ja, ich will hier gerade Kräfte anwenden. Da kannst du doch nicht so einen Scheiß machen. Ja, das Rollen funktioniert zumindest noch immer ein bisschen. Aua. Ein bisschen, sagte ich. Aber nicht genug! Alter! Oh Gott. Rollen, rollen, rollen! Wo liegt Server rum? Da liegt Server rum. Wir werden jetzt zu Server gehen und schmeißen uns dann eine Bombe mit so auf sie drauf und dann heilen wir uns dahin mit. Nehmen uns so ein. Aber irgendwie ist diese Kräftenanwendung und der Riese ist einfach der Hammer. Alter, dieser beschissene Riese geht immer auf uns los. Und jetzt will den Riesen an. Okay, dann will den Bogenschützen an mit deiner Kraft hier. Ihr könnt uns nicht alle töten. Boah. Und dann stirbt er auf uns los. Genau. Alter, ich hasse diesen Riesen. Ich hasse ihn. Hass. Alter, hörst du auf mich zu stunnen, du dreckiger Penner. Kein Riesen, den wir bisher gekämpft hatten, dass wir solche Probleme gab. Und wir haben keine Tränke mehr damit. Ich hoffe, wir kriegen noch ein Vorratslager zwischendurch, denn das werden wir brauchen. Alter. Eine Alte gereicht, Freunde. Eine Alte gereicht. Alter. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Und da haben die noch so einen beschissenen Bogenschützen. Was ist das für eine Scheißaktion hier? Gut. Wir gehen jetzt gerade scheinbar richtig, aber ich möchte bitte ein Vorratslager haben, bevor wir weiterziehen. Wir brauchen ein paar neue Heiltränke. Erste Verwertung ist Kapitel 4. Aha. Dokument aus der Syldin-Fest. Irgendjemand hat eine Notiz über das Rote Lyrium in den Priestilio gemacht. Ich war in Kirkor, als Meredith starb. Sie schöpfte Kraft aus dem Roten Lyrium in ihrem Schwert und wurde davon verzehrt. Wir jedoch nutzen die Macht des Lyriums und leben noch immer. Fournier sagt, anfangs wenn sein Vieh zu schnell dem Wahnsinn verfallen. Wir müssen das behutsam nutzen. Genug, damit es uns verändert, aber nicht so viel, dass es uns vernichtet. Er denkt, Imshael sei der Schlüssel. Er weiß etwas über das Rote Lyrium und mit seiner Hilfe können wir den Verfall länger aufhalten. Er nannte sich selbst einen Gärtner. Sieht er etwas so? Er hegt das Rote Lyrium, sorgt dafür, dass es genügend Nahrung erhält und wächst. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Habe ich mir schon gedacht. Dokument aus der Soldinenfeste. Mein Lord Imshael... In Sarnia ist ein Soldat namens Michael aufgetaucht. Er kam letzte Nacht und stellt Fragen über die Feste sowie insbesondere über euch. Er hat den Leuten erzählt, ihr werdet ein Dämon. Sollen wir ihn beseitigen? Konal. Ein Dämon? Es ist schrecklich, jemanden so zu nennen. Nein, lasst Michael in Frieden. Er hat seine Wahl getroffen und ich bin gespannt darauf, wie er seinen Weg zu Ende gehen will. Obwohl ich vermute, dass er binnen einer Woche über seine guten Absichten stolpern und in einen Brunnen stürzen wird. Im Scheil. Ja.
Hier geht's auch lang. Wohin auch immer. Moment mal. Ich wusste, ich habe gerade irgendwas gesehen. Gut, dann gehen wir dahin. Außerdem haben wir hier was übersehen. Unglaublich. Was ist denn dieser beschissene Rutscher? Ja, ihr müsst euch immer vor mich teleportieren, damit ich mich ja nicht bewegen kann. Salz. Ich brauche mehr Salz. Alter, dieser Sprung. Wie der Charakter hier springt, ist auch eine Katastrophe. Ohne Anlauf nichts zu machen, oder was? Bei dem kleinen Billo-Sprung da. Ja, selbst in schwerer Rüstung sollte das eigentlich problemlos machbar sein. Ach, wir können einfach die Kisten zerschlagen. Warum machen wir uns da überhaupt die Mühe? Nicht so laufen. Ich habe nicht diese Tasten gedrückt. Alter, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Der kann auch keinen Doppelsprung machen, also kann nicht nach dem Sprung nochmal springen. Das ist ihm einfach grundlegend nicht machbar. Miserabelster Parkourläufer des Jahrtausends. Genau, hier ist einer von der Kiste über der anderen Kiste geschwebt. Alter. Das Spiel macht mich gerade ein bisschen fertig. Ich bin gerade irgendwie nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Und jetzt hängt er sich überall hier auf. Genau, robuste Fässer, warum auch nicht? Aber die Kisten sind nicht robust. Doch, die Kisten sind auch robust. Wie könnte es auch anders sein, als wenn die Kisten jetzt auch noch robust wären hier? Und ganz viele dieser Fässer. Nein, du Dreckiger! Und ich drücke außerdem immer auf F5, sobald ich irgendwo runterfalle. Es ist einfach nur ein Jammer. Ich weiß, dass das Springen ist eine super neue Funktion für Dragon Age Inquisition. Aber bei solchen Parkour-Einlagen, dafür reicht leider wirklich nicht die Sprungfähigkeit dieses Charakters aus. Oh nein. Hier können wir plündern. Ein Sonnenbogen, aha. Und hier haben wir ansonsten nichts außer Fässer, die man nicht zerschlagen kann und die man auch nicht hochklettern kann. Oder doch, die kann man hochklettern, aber es gibt hier wirklich gar nichts.